Liebe Grüße aus Sri Lanka. Wir haben heute mal wieder Lust, ein bisschen zu vloggen. Genau, wir haben ja in Indien nicht ganz so, also eigentlich gar nicht gevloggt, weil wir ein bisschen was anderes zu tun hatten. Wir waren ja im Yoga-Teacher-Training und Vipassana, ein bisschen in Goa am Strand, und da hatten wir irgendwie nicht so die Motivation zu vloggen. Ja, jetzt sieht es aber wieder ein bisschen anders aus. Jetzt wollen wir auch wieder ein bisschen mehr reisen, wieder ein bisschen mehr sehen, und haben deswegen gedacht, machen wir doch mal kurz wieder einen kleinen Vlog. Und los geht's! Wir sind ja gerade in Negombo und hier chillen wir noch ein paar Tage rum, arbeiten ein bisschen, schneiden Videos und warten auf meine beste Freundin. Die kommt nämlich bald nach Sri Lanka und wir holen sie bald am Flughafen ab, aber erst in 6 Tagen. Nein, 4. Jetzt noch in 4. Genau. Ja, und übrigens, wer uns nicht auf Instagram folgt oder uns sonst kennt, es gibt nämlich noch ein paar News, und zwar sind wir mittlerweile verlobt. Ja, und zwar habe ich mich am Strand von Goa gefragt, ob er mich heiraten möchte. Und er hat ja gesagt. Zum Glück. In Negombo haben wir uns endlich wieder einmal eine Unterkunft mit eigener Küche gebucht. Nach Monaten ohne selber kochen konnten wir endlich wieder mal unsere eigenen Essenskreationen genießen. Gute. Ansonsten haben wir etwas am Strand gechillt, gelesen und die wunderschönen Sonnenuntergänge in Negombo genossen. Und nach über einem halben Jahr durften wir endlich mal wieder Regen sehen. Liebe Grüße nach wie vor aus Negombo. Ja, nicht mehr lange. Bald geht's nach Colombo. Also wir sind schon auf dem Weg. Ja, wir haben jetzt, sind hier zur Bushaltestelle gegangen und wirklich 10 Sekunden, nachdem wir angekommen sind, sind wir schon im Bus gewesen. Und ja, jetzt geht's los. Das Praktische in Sri Lanka ist noch, die Busse, die verdienen immer so viel, wie sie Leute mitnehmen. Das heißt, sie sind immer sehr interessiert, dass wir auch mitfahren, was sehr hilfreich ist für uns. Ja, mal schauen, wie viel das kostet. Sollte eigentlich nicht so viel sein. Ich glaube, jetzt für 1,5 Stunden, vielleicht ja, ein, so. 2 Euro pro Person. Ich habe 2 Euro pro Person, jetzt, weil wir das Gepäck noch zahlen müssen. Wir lieben es einfach so essen zu gehen, vor allem im Vergleich zu Indien, weil in Indien haben wir immer ein bisschen Angst wegen der Lebensmittelvergiftung, und Sri Lanka ist ein bisschen weniger heikel diesbezüglich, und da sind wir sehr froh drum. Ja, wir sind schon ein bisschen spät da, wir waren noch im Kino. Jetzt gehen wir am Flughafen meine beste Freundin abholen. Ich habe sie nämlich schon seit fast 1,5 Jahren nicht mehr gesehen. Ich freue mich jetzt sehr. Was hast du nicht zu verlieren? Zeit! Wieso? Weil wir zu spät sind! Los! Darf nicht Hallo sagen, ich muss filmen! Hallo! 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 Okay, wir gehen jetzt los. Es ist viel zu spät, das machen wir alles so lange. Genau, das ist Kayana. Kayana ist meine beste Freundin.
Und sie sitzt da, endlich. In Colombo hatten wir definitiv eine der schönsten Wohnungen auf unserer gesamten Reise. Im 29. Stock hatten wir eine schöne Aussicht. Unten gab es neben Pool, Gym und Shopping Mall auch ein Kino. In Colombo haben wir uns dann zu viert die Stadt angeschaut. Nach 3 Monaten in Indien erschien uns die Hauptstadt Sri Lankas erstaunlich ruhig, sauber und geordnet zu sein. Neben buddhistischen Tempeln haben wir auch die Rote Moschee besucht. Auch wenn wir besonders im Iran schon sehr viele schöne Moscheen gesehen haben, hat uns diese mit ihrem eigenen Baustil doch auch ziemlich fasziniert. Mittlerweile in Jaffna oder Jaffna, da sind wir uns noch nicht ganz sicher, das ist im Norden von Sri Lanka. Da haben wir jetzt ein schönes Haus, wie ihr wahrscheinlich schon auf der Kamera gesehen habt. Die letzten Tage haben wir uns noch ein bisschen erholt, aber auch ein bisschen an einer weiteren Reiseplanung gefeilt, weil da kommt noch einiges auf uns zu. Ihr könnt gespannt sein. Jetzt heute werden wir aber unsere Chance noch nutzen und uns ein bisschen in Jaffna umschauen und mal gucken, was wir so finden. Jaffna ist eine tamilische Stadt mit vielen wunderschönen Tempeln. Hier verehren sich nur wenig Touristen und wir konnten die Kultur so noch viel unverfälschter aufnehmen. Natürlich fallen wir hier auch wieder auf und werden regelmäßig um Selfies gebeten. Da Kayana Tamilisch sprechen kann, konnten wir mit Hilfe der Einheimischen die schönsten Spots erkunden. Wir haben jetzt einen Shakti-Tempel besucht und wurden gerade noch von einer Hochzeitsgesellschaft zum Mittagessen eingeladen. Was gibt's denn hier so? Tomaten-Zwiebelsalat, Auberginen-Curry, Linsen, Pickel und was sagt man da? Etwas, was wir nicht wissen.
Egbe. Gut. Helping local farmers flourish. Egbe. Hallo. Wir fahren an den Strand. Wir fahren an den Strand. Wir laufen. Wir laufen an dem Strand. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something. So, wir sind jetzt wieder zurück von einem ziemlich langen, relativ anstrengenden Tag. Wir haben sehr viele mega coole Tempel gesehen. Jetzt gehen wir schlafen, weil morgen geht es nämlich schon an den nächsten Ort. Wir haben uns entschieden, jetzt den Bus durch den Tag zu nehmen. Den Local Bus, der war sehr günstig, hat etwa 5 Euro pro Person gekostet. War aber ein bisschen umständlich, weil er 5 Stunden nicht angehalten hat, um aufs Klo zu gehen. Und wir dann den Bus anhalten mussten, weil wir uns sonst in die Hose gepinkelt hätten. Das war sehr spannend, aber jetzt haben wir es geschafft. Wir müssen nicht mehr aufs Klo und sind bald da. Ja, und der Bus ist übrigens ein ziemlicher Partybus. Ja, das war's auch schon mit dem ersten Sri Lanka-Video. Im nächsten Video bekommen wir dann noch mehr Besuch. Bis dahin wünschen wir euch Peace und Blumen und einen schönen Tag.